Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben uns vorgenommen, auf dieser BDK, wir wollen den Blick nach vorne richten. Und wenn wir den Blick nach vorne richten, fällt unser Blick automatisch auf Europa. Und zwar nicht nur, weil im nächsten Mai, am 25. Mai, Europa die nächste, erste Chance ist, dass bundesweit der grüne Pfeilwald wieder deutlich nach oben zeigt, was wir uns alle gemeinsam vornehmen sollten, wenn wir unsere Ziele von diesem Parteitag ernst nehmen, sondern auch deswegen, weil schon vor dem 25. Mai Europa ganz zentral auf der Tagesordnung steht. Es wird in Europa in den nächsten Wochen darum gehen, ob ein Angriff organisiert wird, wesentlich gefördert von Herrn Oettinger, gegen das deutsche EEG auf dem Umweg über das europäische Wettbewerbsrecht. Es wird in Europa darum gehen, ob nach der Bundestagswahl die nächste Bundesregierung genauso dogmatisch an dem Grundsatz Austerität über alles festhält wie die bisherige Bundesregierung. Es wird darum gehen, ob der CO2-Handel überhaupt noch eine Zukunft hat oder ob die europäische Klimapolitik entsorgt wird. Es geht um die Jugendarbeitslosigkeit und ob man dem nur leere Versprechungen entgegengesetzt werden, ob dem nur leere Versprechungen entgegengesetzt werden oder ernsthafte Politik. Es geht darum, ob wir gegenüber den USA, mit denen wir jetzt in diesen transatlantischen Verhandlungen sind, durchsetzen wollen und darum kämpfen durchzusetzen, dass es einen anständigen Datenschutzstandard gibt und dass wir sagen, wir machen kein Handelsabkommen ohne solchen Datenschutzstandard oder ob man das wieder treiben lässt. Es geht darum, ob in jedem europäischen Land Menschenrechte gelten. Auch für Roma, auch in Ungarn. Es geht darum, ob unser Satz von der gemeinsamen Heimat Europa auch heißt, dass dieses Europa gastlich ist, auch gegenüber den Flüchtlingen, die an seinen Grenzen ankommen, oder ob man die weiterhin im Mittelmeer versaufen lässt. Das sind alles wichtige Fragen, in denen die deutsche Politik eine zentrale Rolle spielt. Fast keine dieser Fragen wird entschieden werden können, wenn es nicht eine starke deutsche Stimme gibt, die sich da für fortschrittliche Ziele artikuliert. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, brauchen wir nicht nur im Mai eine gute Mobilisierung bei der Abstimmung, sodass neben unseren Kommunalwahlen auch die Europawahl erfolgreich wird, sondern wir brauchen schon bis dahin eine Mobilisierung für diese grünen Themen, denn es braucht eine Stimme in Deutschland, die eine klare Alternative zu Frau Merkel formuliert. Und diese Stimme müssen wir sein. Ich habe den Eindruck, die Krisenwahrnehmung, die in Deutschland vorherrscht, entspricht nicht dem Verlauf der Krise und der Realität der Krise. Auf Englisch wird man sagen, the sense of urgency is missing. Wir nehmen das, als wäre es schon am Auströpfeln. Dabei muss man festhalten, die Schuldenüberlastung verschiedener europäischer Länder ist nicht geregelt. Im Gegenteil, die Schulden steigen. Die Wirtschaft ist in wesentlichen Partnerländern im Keller. Und was noch wichtiger ist als allein die ökonomische Dimension, das Projekt Europa ist in so viel Misskredit geraten, dass inzwischen in zahlreichen Ländern, das haben ja andere Redner schon angesprochen, populistische bis rassistische Anti-Europa-Bewegungen erheblichen Zulauf haben. Das politische Projekt Europa ist inzwischen Opfer dieser Krise oder droht Opfer dieser Krise zu werden. Und da müssen wir als die Europapartei Deutschlands meines Erachtens klare Alternativen markieren. Es ist gestern gesagt worden von der grünen Jugend, dass wir zu wenig Distanz zu Merkel markiert hätten.
Und obwohl ich den Antrag, den Sie gestellt haben, auch nicht unterstützt hätte, wenn ich Delegierter gewesen wäre, bin ich mit diesem Satz, den Sie formuliert haben, einverstanden. Ich glaube, wir müssen da eine klare Differenz markieren. Aber das geht nicht dadurch, dass wir wie das Kaninchen auf Frau Merkel starren, sondern dass wir klar machen und eine klare Botschaft haben, wofür wir Grüne in dieser Sache stehen. Und da will ich als erstes mal sagen, dass ich finde, was in unserem Wahlprogramm zum Bundestagswahlkampf zu Europa formuliert war, war ziemlich tragfähig. Das war überhaupt nicht das Problem, dass wir da kein gutes Programm gehabt hätten. Das Problem war, dass dieses Programm nicht vorkam im Wahlkampf. Ich will es versuchen, auf 5 Sätze zu bringen, was unsere Message sein muss. Erstens, von uns muss ganz klar gesagt werden, das, was Herr Draghi, der EZB-Präsident, klar gesagt hat: Wir machen, was immer es braucht, um Europa als Projekt, um den Euro und den Zusammenhalt zu retten. Wir lassen uns nicht darauf festlegen, bestimmte Instrumente gehen nicht. Eurobonds müssen ausgeschlossen werden für alle Ewigkeiten. Schuldentilgungspakt vielleicht nicht. Drittes Griechenland-Abkommen vielleicht nicht. Ich sage nicht, wir sollen diese Instrumente dogmatisieren. Ich sage, wir sollen den Grundsatz klar machen, was immer nötig ist, um diese europäische Gemeinschaft zusammenzuhalten. Dafür sind wir. Das halte ich für Primat der Politik. Zweitens, dieses Europa ist beileibe nicht so gut, dass wir es nicht erheblich ändern müssten. Wir treten nicht an als Weiter-so-Europa-Partei, sondern als Europa-muss-ich-ändern-Partei. Das ist unsere zentrale Botschaft. Und wir sagen nicht einfach auf jede Frage, egal wie sie heißt, immer nur mehr Europa. In mancherlei Hinsicht ist mehr Europa eher eine Drohung als eine Hoffnung. Wenn Europa versucht, sich in die lokale Wasserversorgung einzumischen, dann ist mehr Europa nicht die Antwort, sondern war es gut, dass wir das bekämpft haben. Aber drittens, es gibt ein paar Punkte, da müssen wir europäisch mehr gemeinsam in eine Richtung am gleichen Strick ziehen. Und das ist insbesondere die Grundauffassung über die Frage, wie man aus dieser Krise wieder rauskommt. Das habe ich schon mal gesagt auf einer BDK. Die Annahme, man könnte sich in einer Krise in eine neue Wirtschaftsdynamik hineinschrumpfen, indem man einem Sparsamkeitsfimmel Götzenopfer bringt, der überall sonst in Europa als Austeritätspolitik zu Recht verhasst ist. Diese Annahme ist einfach abstrus. Wir haben vor mehr als einem Jahr angeblich eine Übereinkunft gehabt in Europa, dass es neben dem Fiskalpakt auch einen Wachstumspakt geben soll. Jetzt haben ja wir Grüne gewisse Schwierigkeiten mit dem Begriff des Wachstums. Aber dass wir mehr Investitionen in erneuerbare Energie brauchen, dass wir einen Green New Deal brauchen, darüber hatten wir uns schon mal geeinigt. Und das könnte die neuen Arbeitsplätze bringen, nicht nur bei uns, auch in Griechenland, Italien, Portugal und Spanien. Und dafür wird zu wenig getan. Und unsere Botschaft muss ganz zentral sein. Es muss eine Kehrtwende geben. Es muss für ein nachhaltiges Wachstum in Europa im Sinne eines Green New Deal investiert werden. Öffentliche Investitionen, Investitionen in alternative Energien, in Energieeffizienz, in Rohstoffeffizienz. Ohne das kommen wir aus der Krise nicht raus. Da unterscheiden wir uns klar von Merkel. Jugendarbeitslosigkeit habe ich als Thema schon genannt. Da kann man dann messen, ob die Rede vom sozialen Europa eine Sonntagsrede ist oder ernst gemeint wird, wenn man dann genau guckt, wie viel Geld wird dafür aufgewandt. Aber zum sozialen Europa gehört auch, dass das Treiben der Troika unter Kontrolle gestellt wird.
Es geht nicht, dass Maßnahmen, die ständig weiter die soziale Balance zulasten der sozial Schwächeren verschieben, von der Troika oktroyiert werden, ohne irgendeine demokratische Kontrolle und ohne dass irgendein Parlament sagen kann, nein, das geht zu weit, das wollen wir nicht. Das muss geändert werden, sonst ist soziales Europa nichts wert. Und Europa muss sein ein Raum der Freiheit, darüber hatte ich schon gesprochen, und ganz wichtig. Und ich glaube, ohne das kommen wir nicht hin. Die Menschen zweifeln inzwischen, ob Europa ein Ort der Demokratie ist oder gerade des Gegenteils. Und das ist nicht nur damit zu beantworten, dass man das Europaparlament stärkt. Das sollte gestärkt werden, da bin ich für. Ich finde auch, dass man die Europäische Bürgerinitiative verbessern kann. Hat der Gerald schon viele Vorschläge dazu gemacht. Dass wir in Richtung europäische direkte Demokratie weitergehen, ja. Aber zur europäischen Demokratie gehört auch, dass zu Hause die nationalen Parlamente und die nationale Öffentlichkeit stärker kontrollieren können, was eigentlich die eigenen Regierungen in Brüssel verabreden. Deswegen bin ich froh, dass der Bundestag durchgesetzt hat, durch grüne Initiative, dass da mehr Kontrolle ist, und würde mir wünschen, das würden andere genauso machen. Reinhard, kommst du bitte zum Schluss? Ich komme zum Schluss. Ich bitte, gib mir noch anderthalb Minuten, weil ich muss zu den Primary noch was sagen. Ich finde auch, zur Demokratie gehört, dass man die Lobby zurückdrängt. Weil das demokratiekritischste Argument, das ich höre, ist nicht, das Parlament hat zu wenig Rechte im Verhältnis zum Rat oder zur Kommission. Das demokratiekritischste Argument, das ich höre, ist, egal wie, ihr Politiker habt sowieso keine Möglichkeit mehr, was zu bestimmen, weil die Lobby alles bestimmt. Wenn wir diese Skepsis nicht vom Gegenteil überzeugen können, jedenfalls was uns betrifft, dann geht uns die demokratische Zuversicht in das Projekt Europa in die Brüche. Und aus dem Grund, liebe Freundinnen und Freunde, aus dem Grund haben wir Grüne in der grünen europäischen Familie gesagt, wir wollen da ein Experiment machen. Ein Experiment in mehr direkter Demokratie, in mehr Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger, und das nennen wir Green Primary. Und das steht im Zusammenhang mit dem Versuch einer kleinen demokratischen Revolution in Europa. Bis jetzt werden die Präsidenten der Europäischen Kommission im Hinterzimmer zwischen Frau Merkel und ihren Kollegen ausgeguckt und der staunenden Öffentlichkeit verkündet. Das wollen wir ändern. Wir heißt in dem Fall nicht nur wir Grüne. Wir heißt in dem Fall die europäische Sozialdemokratie, die europäische Christdemokratie, die europäischen Liberalen, die europäischen Linken und die europäischen Grünen, wollen dafür sorgen, dass die Bürgerinnen und Bürger Europas da was zu sagen haben. Und die Regel heißt, es soll in Zukunft die Person Präsident der Europäischen Kommission werden oder Präsidentin, die an der Spitze einer bestimmten politischen Parteienformation, einer politischen Familie im Wahlkampf gekämpft hat für ihre Ziele und dann hinterher als Spitzenkandidat eine Mehrheit im Europäischen Parlament hinter sich bringt. Das ist eine Demokratisierung, eine Parlamentarisierung der europäischen Exekutive. Das ist ein gutes Ziel. Und wir als Grüne wollen das so machen, dass wir da auch direkt die Bürger mitentscheiden lassen. Und deswegen laden wir ein zu einem Primary, und das wird gleich noch näher diskutiert, zu einem Primary ab 16 alle Mitglieder der Grünen und Sympathisantinnen und Sympathisanten der Grünen europaweit, die 16 sind eingeladen, sich zu beteiligen, zu entscheiden, wer die zwei Spitzenkandidatinnen sein sollen. Bitte macht mit, bitte tragt die Botschaft raus. Wir wissen, es ist ein Experiment, es ist nicht gegen jedes Risiko abgesichert, aber im Sinne der Verteidigung und der Beförderung europäischer Demokratie haben wir die Entscheidung für dieses Experiment getroffen und hoffen auf eure Unterstützung.